Wurden wir gerade ernsthaft gefangen genommen? Und damit, okay, Leute, was genau? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. In der letzten Folge hatten wir Hunger und Hunger. Darauf folgte Hunger und dann wurden wir gefangen genommen von dem Typen mit den langen Armen. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. Wir nennen ihn einfach mal Langarm. Keine Ahnung. Ja. Und dann war Schwarzbild und dann habe ich die Folge beendet. Mal gucken, wie es für uns jetzt weitergeht. Nein, das ist nicht creepy. Was ist das denn? Hä? Also, erstmal zur allgemeinen Beruhigung, ein Schluck Volvic-Wasser. Schwarz-weiß oder fast schwarz. Ja, wobei, ein durchsichtig bei euch. Um das Ganze zu genießen. Ja, tschüss. Ach, ist... Na, ich weiß nicht, ob er so doof ist. Ich würde es gerne... Hallo? Leiten? Ich kann das mitnehmen? Oh. Hier scheint es nicht für uns weiterzugehen. Jetzt sag nicht, wir müssen zu Langarm. Das fände ich jetzt nicht so schön. Also, nee. Oh, Rift. Wir müssen wahrscheinlich... So laut nicht, dass er das hört. Hör mal auf. Andere Frage. Ich kann schwingen. Bin mir sicher, das geht wieder zu. Wartet mal. Ja. Ich habe gerade das unwohlste Gefühl der Welt und das ist nicht gut. Hier weiter? Muss es ja. Ach, hier hoch. Ja, aber das sieht... Doch, das sieht man, wenn man einen Drift hat, so wie ich, sieht man das eigentlich. So. Ich dachte gerade, das bringt... Okay. Hier, da ist er. Hallo? Was machst du da? Was auch immer der Dude da gerade macht. Der wickelt die... Ah, das ist so ein... Ja, ja, der wickelt die ein. Dann werden sie auf die Krankenstation ge... Also, ich bin der Meinung, dass er nichts Böses im Schilde führt, weil der sieht irgendwie, ich weiß nicht. Naja, ja. Okay. Warum hat er uns nicht gesehen? Der hat eine Binde über die Augen. Der hört bloß ultimativ gut.
Geh weg. Ich hab gehört, hinten links gibt's gratis Pizza. Tschüss. Warum geht er denn jetzt darüber? Das ist unfair. Oh no. Ich sag's euch, das wird... Uiuiui. Wir müssen da dran... Wir müssen an diesem Ding drehen und da runter, bevor er uns hört. My prediction. Okay. Wir atmen eine Runde mal ganz tief durch und denken nochmal über unsere ganzen Entscheidungen nach. Was mache ich hier? Stress. Pur. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Oh mein Gott, das wird nichts. Ich sag's euch. Aber immerhin sind wir ihm jetzt ausgewichen und wir sehen ihn nie wieder oder kommt... Oder kommt der nochmal? Ich glaube, ich will hier leiten. Vielleicht sind das auch Checkpoints. Ja. Kommt immer dieses Auge. Okay. Ich habe ein unwohles Gefühl. Da sind Schuhe. Kann ich nicht mitnehmen? Scheint nicht. Geht sich weiter? Ich glaube, es geht wirklich immer in diese Lüfte. Okay. Da sind noch ein paar mehr Schuhe. Ja, da ist irgendwas, ich wusste. Geh da hoch! Was auch immer da ist, ich will es gar nicht wissen. Oh, das ist so ein weiter Weg. Okay, aber das schaffen wir. Ja, easy. Ja, was machst du jetzt? Was auch immer das war. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was es war. Ich will einfach nur weg da. Tschüss. Oh, Licht. Ja, wobei, Licht ist ja... Was macht er denn da? Was soll ich tun? Er kommt näher. Da war doch dieses... Ja. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin weiter rechts. Er fährt mit uns hoch. Er weiß nämlich genau, dass wir hier sind. Oh no, wir sind so gut wie tot. Wir sind so... Nein. Er hat eben so eine Binde vor den Augen oder sowas. Ja, verfolgt diesen Gnom. Liebe Wichtel, vielen Dank. Ich glaube aber nicht, dass es das war. So weit kriegt ihr mich nicht, liebe Entwickler. Narzendes Holz. Wird das so dunkel? Warum kann ich das schieben? Der Affe. Der kommt doch jetzt safe. Nein?
hätte schwören können, dass er jetzt kommt dadurch. Weiß ich, wo der Affe ist. Hab ich ihn? Nein. Ich weiß nicht, wo der Affe ist. Okay. Kann ich das von der Seite vielleicht schieben? Nee, ich muss das wirklich von hinten schieben. Okay. Ich bin soweit. Ich schaff das vielleicht. Weiß nicht, wo dieser blöde Affe ist. Ist da? Wo muss ich überhaupt hin? Geht die Tür von allein auf? Hier, dieses Holz, das geht nach unten. Vielleicht bricht es nach unten ein oder so. Sehr seltsam, ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Das ist immer perfekt. Schön, dass ich da wieder dran vorbeilaufe. Also das schiebt sich wieder von alleine dahin. Hör doch jetzt endlich mal dieses Geräusch, Mann. Langsam nervst du. Da hoch ist auch so eine Sache. Ich kann nicht hoch. Zurück geht nicht, hoch geht nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Ich mach vielleicht mal die Maus wieder aus dem Bild. Oder ich pack sie einfach hinter mich. Wobei, wenn ich mich zu sehr wegbewege, dann seht ihr sie auch nicht. Seht ihr sie wieder. Also die Kiste will da stehen. Ernsthaft? Einen wunderschönen guten Tag, Mr. Langarm. Wie geht es Ihnen heute? Ich kann mich hier unten weder hören noch sehen. Da ist ein Affe. Ich wusste es. Irgendwann müssen wir mit diesem Affen ablenken. Geht's so weit? Doch, da ist wieder so eins. Hat er das gehört, dass das nicht geht? Ach, das sind Puppen! Lock ich ihn jetzt an? Hä? Schön, wie schnell man überfordert sein kann. Nach. Hier geht's hoch. No.
Ich will ja jetzt nicht sagen, aber der ist schon. Das war eine sehr schlechte Idee, wobei. Ich glaube, er hat uns. Wir müssen da hochklettern. Wir müssen den Affen nehmen und den Affen weit wegwerfen. Dass wir mehr Zeit zum Wegrennen haben. Also das würde jetzt für mich so Sinn ergeben. Genau wissen, ich habe doch keine Ahnung. Ihr wisst Bescheid, ich habe doch keine Ahnung von nichts. Mr. Langarm, meinten Sie, Sie könnten... Also im Raum nebenan habe ich gehört, da gibt's griechischen Wein. Hä? Also das macht ja jetzt mal null Sinn. Dass er mich gehört haben könnte. Da war ein Affe, der hat 10 Meter weiter gebrüllt wie sonst was. Aber nun gut, ich würde sagen, die Mission machen wir noch. Und dann geht's für uns. Uiuiui. Da ist nix. Es ist alles gut. Konzentrier dich einfach. Er macht mir halt schon irgendwie Angst. Er ist nicht wirklich gruselig oder so. Aber er ist halt einfach creepy und weird. Das ist ein Weirdo. So ist das. Aber ja. Wie ich das jetzt... Also ich hab überhaupt keine Ahnung. Also... Schlechteste Idee auf Alltime, lauf! Ich habe halt keine Ahnung, wo seine langen Arme überall hinreichen. Oh, was, wenn seine Arme hier reinkommen? Ich glaub, so weit dann doch auch nicht. Oh, ist das grausam. Eh nix. Ah, hier geht's weiter, okay. Oh, ist das grausam. Dass er hier ist. Du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Er weiß es auch nicht. Okay. Oh, die Uhren. Ja klar, er hört ja alles so. Deswegen ist es 1000-mal lauter. Wir brauchen einen Schuh. Wenn die Uhren schlagen, können wir uns bewegen. Das macht irgendwie, auf irgendeine Art und Weise macht das Sinn. Wir bleiben ganz entspannt. Lass. Geh weg von mir. Hallo. Ich sag's euch, wir müssen rennen. Außer er hört uns nicht. Lass die Uhren schlagen. Okay, gleich. Hä?
Er kann hier nicht reinkommen. Also, ich wüsste nicht wie. Wobei. Nein. Ja, hier hoch. Und dann darüber. Oh, ich hab so, oh mein Gott, habe ich miese Gefühle. Ich habe aber voll Lust weiterzumachen. Nein. Das Buch. Okay, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon die 20 Minuten, also über 20 Minuten. Ich sage, an der Stelle beenden wir einfach das Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, positive Bewertung, ihr wisst Bescheid. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, Leute.